Herzlich willkommen bei SOVDTV vom Sozialverband Deutschland. Seit über 100 Jahren kümmern wir uns um die Menschen, die in der Gesellschaft kein Gehör finden und geben ihnen eine Stimme. So auch heute mit diesem neuen Politik-Talk-Format. Damit die Schere nicht weiter bei uns in Deutschland auseinandergeht und die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter voranschreitet. Mein Name ist Peter Zernichel, ich bin der Pressesprecher des Sozialverband Deutschland und freue mich auf ein spannendes Thema, nämlich sind unsere Renten noch sicher? Vor allem jetzt mit der neuen Regierung. Was kommt auf uns zu? Wir wollen natürlich da mit spannenden Menschen drüber sprechen, nämlich auch Antworten geben. Was hat denn Ihr letzter Rentenbescheid ergeben? Meinen Sie, dass Sie damit armutsfest in Zukunft leben können? Diese Fragen wollen wir uns beantworten lassen. Unter anderem von Michael Kruse. Er kommt von der FDP, direkt aus dem Bundestag. Eben war noch Abstimmung zur Impfpflicht, zur einrichtungsbezogenen, aber schnell hergeeilt ins Studio. Sie sind der Chef der Liberalen in Hamburg und waren dort Fraktionsvorsitzender. Und jetzt frisch gewählt im Bundestag. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Und die wird geführt mit Dietmar Bartsch. Er ist der Co-Vorsitzende der Linken und Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Er hat wahrscheinlich ein bisschen später abgestimmt als Sie. Auf den warten wir gerade noch. Aber wir können uns locker machen. Er wird es sicherlich schaffen. Und in der SOVD-Zentrale, in der Bundesgeschäftsstelle, sitzt ein ganz alter Hase im Thema Rente. Denn wenn wir nach vorne gucken wollen, dann lohnt natürlich auch ein Blick nach hinten. Er war lange Jahre Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung und berät seit vielen Jahren den SOVD als unser Rentenexperte. Klaus Michaelis. Hallo, Herr Michaelis. Guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Aber ehe es richtig losgeht mit der Diskussion, sind unsere Renten noch sicher, wollen wir gerade in der Vorweihnachtszeit uns noch ein bisschen locker machen und genießen jetzt ein bisschen Musik. Denn wir haben gesagt, Sozialverband Deutschland, SOVDTV, das passt auch zu Straßenmusik und die ist exzellent. Wir haben Besuch aus Kanada. Der junge Mann heißt Adam Wendler und ist seit 3 Jahren in Berlin und Potsdam, spielt noch auf der Straße. Aber nach diesem Song werden auch Sie sagen, dieser Mann gehört in die Clubs und in die Hallen. Adam Wendler mit Driver. Trying to say that you wanted more than this. Looking away, remember days of bliss. Is it the fear of missing out? Another line, another round. Backseat ride in the cab you're spinning and fading now. In your younger days you would be forgiven. Turn this car around. I hear you screaming, driver, let me out. Pointing the blame, 'cause your glory came and went. Never explain the secrets that you kept. Was it the fear of missing out? You never learned to put it down. And they always let it slip. The walls are closing in, so let it out. On the backseat ride in the cab you're spinning and fading now. In your younger days you would be forgiven. Turn this car around. I hear you screaming, driver, let me out. Forever watch the world go by from the backseat of the ride. Did they lead you in? Did they lead you in? You never even had to try or to make a sacrifice. Where to begin? Where to begin? The walls are closing in, so let it out. On the backseat ride in the cab you're spinning and fading now. In
days you would be forgiven. Turn this car around. I hear you screaming, driver, let me out. Turn this car around. Driver, let me out. Ein Wendler, der richtig gute Musik macht. AdamWendler.music, da findet man ihn im Internet und natürlich auch auf seinen Social-Media-Kanälen. 2 Wochen vor Weihnachten, ja, in 14 Tagen ist Heiligabend, passt diese besinnliche Musik. Vielleicht ist der Driver ja, der zu Christmas nach Hause drivet. Sehr schön, lieben Dank Adam Wendler und lieben Dank, dass auch Dietmar Bartsch es jetzt ins Studio geschafft hat, denn wir wollen darüber sprechen, sind unsere Renten noch sicher? Doch, ehe wir einsteigen in die Diskussion, möchte ich auch noch für all diejenigen, die unser Programm barrierefrei nutzen wollen, unsere Gebärdendolmetscherin vorstellen. Das ist Bernadette Peterka. Danke, dass Sie mit dabei sind. GroKo liegt hinter uns. Darüber kann man mal zurückblickend zusammenfassen. In der Rente ist nicht alles gut gegangen dort. Herr Bartsch, was ist denn Ihre Analyse in Sachen Rentenpolitik der letzten 4 Jahre? Was ist liegen geblieben? Das, was fehlt, wäre eine wirklich große Rentenreform. Wir sehen die Entwicklung, wir sehen die demografische Entwicklung und wir sehen, dass die Zuschüsse in die Rentenkasse deutlich größer werden. Und wir haben ein zunehmendes Problem von Altersarmut. Und da muss etwas getan werden. Im Wahlkampf waren sich fast alle politischen Formationen einig, dass wir eine Rentenreform brauchen. Die SPD war am zurückhaltendsten, indem sie gesagt hat, wir brauchen stabile Renten. Ja, es ist in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Zeit von Andrea Nahles, auch etwas passiert. Stabilisierung des Rentenniveaus, aber das alles ist zu wenig, weil im Ergebnis wird das Thema Altersarmut bei uns ein verstärktes Problem sein. Da werden Sie sich als Co-Vorsitzender der Linken und Fraktionsvorsitzender im Bundestag sicherlich mit Ihrer Stimme einbringen. Das macht auch Michael Kruse von der FDP. Sie haben ja jetzt mitgeschnürt in Sachen Wirtschaft beim Ampel-Koalitionsvertrag in Sachen Rente. Was kommt auf uns da jetzt zu mit der Ampel? Zunächst mal ist es uns gelungen, in einem Dreierteam, finde ich, sehr faire Kompromisse auszuhandeln zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen von 3 Partnern, die ja noch nie miteinander koaliert haben. Das ist das Erste. Wir haben eine Vertrauensbasis geschaffen. Das Zweite ist, wir haben uns intensiv bemüht zu sehen, was sind die großen Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Ein Thema ist schon angesprochen worden, das ist das Thema Altersarmut. Da hat ja vor allem die SPD auch sehr viel getrieben, wir wiederum. Und zwar ist ganz besonders wichtig, auf das Thema Generationengerechtigkeit zu achten und eben auch zu schauen, wie kriegen wir die Vorteile des Kapitalmarktes auch eingebracht in die Sicherung von Renten. Und deswegen meine ich, haben wir ein sehr gutes Paket hinbekommen, um auf der einen Seite diejenigen, die jetzt Leistungsbezieher sind oder in den nächsten Jahren werden, ein gutes Angebot zu machen und gleichzeitig auch fair gegenüber denen zu sein, die das Ganze erwirtschaften müssen und auch in Zukunft irgendwann dann mal Rente haben wollen. Unser Rentenexperte sitzt in der Bundesgeschäftsstelle des SOVD, Herr Michaelis. Wenn die Babyboomer 2025 auch noch dazukommen, dann schlägt der demografische Wandel so richtig durch. Und wir haben ja schon das Stichwort von Herrn Bartsch gehört, dass wir eine Rentenreform brauchen. Völlig überraschend kommt das ja für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der deutschen Rentenversicherung nicht, dass sich der Bevölkerungsbaum verändert. Da ist man ja dauerhaft am Puls der Zeit. Brauchen wir eine Rentenreform aus Ihrer Sicht? Die gesetzliche Rentenversicherung ist kein starres System. Sie ist anfällig, anpassungsfähig und muss mit kleinen oder großen Reformen immer wieder an die sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Das ist schon mal klar. Der SOVD hat dementsprechend in den letzten Jahren viele Reformvorschläge eingebracht, zum Beispiel Vorschläge zum Rentenniveau, die Stabilisierung und die schrittweise Anhebung war hier unser Petitum. Die Streichung der Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel haben wir gefordert. Und last not least und ganz besonders wichtig aktuell, denke ich, Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut. Hier gibt es eine klare Konzeption des SOVD, auf die man aufbauen kann. Manches ist von der Politik aufgegriffen und gesetzgeberisch umgesetzt worden. Für manches müssen wir noch weitere Vorschläge, noch müssen wir noch werben. Und wir hoffen natürlich, dass die Ampelkoalition in der neuen Legislaturperiode weitere Vorschläge von uns
verwirklichen werden und auf diese Weise dann zum Wohle der Versicherten und Rentner einen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Ich denke da zum Beispiel an die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder an Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner im Bestand, das heißt für die Rentnerinnen und Rentner, die noch nicht von den Verbesserungen der Erwerbsminderungsrente in den letzten Jahren profitiert haben. Also das sind für uns zwei klare, umsetzbare Forderungen. Und da will ich gleich Herrn Barth fragen. Sie werden ja, als der Koalitionsvertrag rausgekommen ist, wahrscheinlich auch erstmal geflöht haben. Was passiert da? Was kommt auf uns zu? Was ist denn Ihr Eindruck in Sachen Rente von dem, was von der Ampel angestrebt wird? Also es ist ja wirklich eine gewisse Überraschung, dass sich die drei Parteien mit völlig unterschiedlichen Konzepten vor Tische beim Thema Rente geeinigt haben. Aber die Einigung ist wirklich eben der kleinste gemeinsame Nenner. Ich sehe das sogar so, dass die FDP sich bei dem Thema kapitalgedeckte Rente durchgesetzt hat. Das wird neu geschehen. Das haben Grüne und SPD so nicht gehabt. Aber die zentralen Fragen, die eben angesprochen worden sind, ich glaube, die harren einer Lösung. Und da ist das Thema Erwerbstätigenversicherung. Da würde ich mir wünschen, weil in der letzten Legislaturperiode war das so, dass sowohl Sozialdemokraten als auch Grüne als auch die FDP in Form von Herrn Vogel, der Rentenexperte dort ist, gesagt haben, zumindest für uns Abgeordnete wäre das richtig, dass wir alle auch in die Rente einzahlen. Das wäre zwar ein kleiner Schritt, aber der wäre enorm wichtig. Ich rate bei dem Thema Rente vor allen Dingen mal den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus zu werfen. Und da sieht man doch, bei dem Beispiel, was ich nehme, die FDP nimmt Schweden, das ist klar, das österreichische Modell. Am Ende des Tages ist doch nur eins das Kriterium. Die durchschnittliche Rentnerin und der durchschnittliche Rentner bekommen in der gesetzlichen Rente 800 Euro mehr. Und wenn das so ist, müssen wir fragen, warum. Da ist ein zentraler Punkt, Erwerbstätigenversicherung, alle zahlen ein, es gibt keinen Riester-Murks. Da, glaube ich, muss man ran. Und da kann ich nur sagen, ich nehme jetzt mal die Rolle der SPD ein. Wenn die jetzt sagen können, naja, wir haben die Angriffe der FDP doch weitgehend abgewehrt, dann ist das für mich viel zu wenig. Ich möchte eine starke gesetzliche Rente, ich möchte keine Altersarmut, da sind wir uns ja sogar einig in dieser Frage, also in dem zweiten Punkt. Und da ist das Thema Kapitaldeckung eines, wo ich immer sage, ja, Kapitalmarkt, Sie haben von den Vorteilen gesprochen, der Kapitalmarkt hat immer auch Risiken. Und deswegen ist es ja ein bescheidener Einstieg. Das ist jetzt vereinbart, das werden die so machen. Ich finde, dass auf anderen Feldern mehr passieren muss. Und da sind die Punkte, die eben vom Herrn Michaelis gesagt worden sind, die sind alle korrekt. Da muss man ran. Ich glaube, dass das die zentralen Fragen sind. Jetzt wollen wir Herrn Kruse, nachdem er jetzt ja für die Rentenpolitik der FDP ein bisschen gebasht worden ist, nein, auch die Gelegenheit, nein, ist ja alles im Rahmen, wir wollen ja diskutieren, auch die Gelegenheit geben. Sind Sie enttäuscht, dass Sie Ihre Aktienrente nicht ganz durchboxen konnten bei den Koalitionsverhandlungen? Also zunächst mal fand ich das ja ganz fair, wenn Herr Bartsch sich jetzt sogar schon in die Rolle der SPD begibt, dann ist er ja quasi mit am Tisch ab jetzt. Also muss ich ja. Einer muss sie ja verteidigen da hier. Können wir ja drauf aufbauen. Ich glaube, wir haben in den zentralen Punkten, die hier jetzt sozusagen kritisch kommentiert worden sind, haben wir eine ganze Menge Punkte schon mit aufgenommen. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Erwerbsminderungsrenten gehen wir ran. Rentensplitting verbessern wir. Wir nehmen Strafgefangene, die auch arbeiten, in Zukunft mit rein. Wir haben das Thema Selbstständige, wo wir wissen, nicht alle haben eine Absicherung, haben wir ja auch adressiert und haben gesagt, es wird da eine Wahlpflicht geben. Das heißt, wir haben viele Gruppen einzeln uns angeschaut und gesagt, wie ist da heute die Lage, wie sollte sie in Zukunft sein? Da haben wir also viele gute Angänge. Und dann möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die ich persönlich für sehr wichtig halte, auch wenn sie nicht im Teil Rente stehen. Das eine ist, wir verbreitern die Basis derjenigen, die in Zukunft einzahlen, indem wir mal uns offen und ehrlich machen und sagen, wir brauchen sehr viel Zuwanderung in diesem Land und wir wollen auch die Rahmenbedingungen dafür richtigstellen, dass viele Menschen hierher kommen, um die Jobs auszuüben, die wir morgen haben, für die wir aber vielfach gar keine Menschen mehr haben, die sie erledigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich kann man nicht ums andere Mal den Kapitalmarkt kritisieren und dann aber auch immer sagen, naja, die Reichen werden immer reicher, weil sie eben Kapitaleinkünfte haben. Wenn das Ihre Feststellung ist, und das höre ich ja immer wieder von ganz links im Haus, dann muss ich doch sagen, prima, wenn Kapitaleinkünfte so positiv sind
und die Menschen reicher machen, dann sollten alle Menschen daran partizipieren. Und das gelingt am besten über das Einbinden in die Rentenversicherung. Deswegen freue ich mich sehr, dass hier ein Einstieg in die Kapitaldeckung gelungen ist. Und das ist ja nicht alternativ zur Umlagefinanzierung, sondern es kommt dazu. Und genau dieses Dazukommen, das ist eine richtig große Stärke, weil niemand kann so lange planen wie der Staat beziehungsweise diejenigen, die über Jahrzehnte in Renten einzahlen. Das heißt, kurzfristige Dellen im Kapitalmarkt sind gar kein Problem, wenn man auf Jahrzehnte plant. Da ist niemand sicherer und souveräner als Investor als die Rentenversicherung. Nur, dass wir es ein bisschen besser verstehen, einmal nochmal die Nachfrage. Es ist ja sehr, sehr soft formuliert. Soll teilweise der Einstieg in die Kapitaldeckung der Rentenversicherung kommen? Teilweise. Also in zwei Sätzen. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zur eigentlich geplanten Rente auf Aktien? Ja, teilweise bedeutet natürlich, dass wir es nicht komplett umstellen. Also vielfach ist teilweise ein Hinweis auf einen Formelkompromiss. An dieser Stelle ist es die klare Zielstellung, dass man nicht sagt, wir stülpen das ganze System um. Das möchte auch keiner. Sondern wir möchten, dass das eine zusätzliche Säule wird. Und diese zusätzliche Säule zur Umlagefinanzierung, das meine ich, ist auch der richtige Weg, weil es sich dann aufwachsen kann und über die nächsten Jahrzehnte auch richtig ordentliche Renditen für die Rentenbezieher dann auch erwirtschaften kann. Herr Bartsch. Wobei man muss sagen, das ist ja nach oben gedeckelt, 10 Milliarden. Und das ist bei der Rente, wie wir beide wissen, ungefähr nichts. Ich habe ja gesagt, die FDP hat sich dort durchgesetzt und hat etwas, was die beiden anderen nicht wollten, in den Koalitionsvertrag gebracht. Aber es ist auf sehr bescheidenem Niveau. Es ist eine Tür, ein Spalt aufgemacht worden. Und ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Aber Sie haben davor die ganz zentrale Frage angesprochen. Wir müssen unabhängig von dieser kapitalgedeckten Frage. Wir müssen die gesetzliche Rente so ausgestalten, dass wir keine Altersarmut haben. Und da ist der zentrale Punkt, dass wir verbreitern diejenigen, die einzahlen. Und ich habe dieses kleine Beispiel der Abgeordneten genannt, wo wir vielleicht in der Legislaturperiode was hinkriegen können. Aber ich meine eben, dass alle Selbstständigen, alle Beamte, Freiberufler, Politikerinnen und Politiker, alle einzahlen müssen. Das ist ja das Modell Österreich. Und wenn wir da hinkommen würden, Erwerbstätigenversicherung, das wäre ein riesiger Schritt. Weil bei allem, was Sie sagen, natürlich kann jeder, der vergleichsweise hohe Einkommen hat, kann am Kapitalmarkt, der braucht auch die gesetzliche Rente nicht, der kriegt das alles so hin. Aber als Staat haben wir natürlich eine Fürsorgepflicht auch für diejenigen, die das nicht können und die nicht einzahlen und die dann am Ende eines Lebens, und das ist ja die Situation, Entschuldigung, diesen Satz noch, das ist ja die Situation. Wir haben heute bei einem Drittel der Beschäftigten eine Situation, wenn sie durchschnittlich verdienen, dass sie eine Rente von unter 1.100 Euro bekommen. Und das ist etwas, wo wir uns nicht abfinden können. 45 Jahre gearbeitet, Vollzeit und dann Altersarmut. Das wollen wir beide nicht, das will niemand. Und deswegen muss man daran, dem hilft doch die Kapitaldeckung nicht, weil der hat gar nichts davon. Herr Bartsch, das war ein sehr langer Satz. Ich möchte ganz kurz erklärend nur Herrn Michaelis nochmal ins Boot holen, denn diese Begrifflichkeiten, die versteht ja nicht jeder. Erwerbstätigenversicherung, Bürgerversicherung. Also Linke, Grüne und SPD haben mir die Bürgerversicherung gefordert. In der Form kommt sie jetzt nicht. Wo liegt denn da genau der Vorteil, vor allem bei einer Bürgerversicherung, wie sie auch der SOVD fordert? Der SOVD hat sich im Jahr 2006 für eine Erwerbstätigenversicherung ausgesprochen und ein entsprechendes Konzept erarbeitet und in die politische Debatte eingebracht. Anders als bei einer Bürgerversicherung sollen nicht alle Bürger, sondern nur die Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Denn nur bei den Erwerbstätigen fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand auch Erwerbseinkommen weg, sodass dann hier die Rente den wegfallenden Lohn, das wegfallende Einkommen ersetzen muss. Im Übrigen haben wir Bedenken gegen die Bürgerversicherung, weil doch die ein oder andere Frage zu klären wäre, wer wird überhaupt erfasst, auch Schüler, auch Studenten und vor allen Dingen, wer soll dann im Einzelnen die Beiträge für die Nichterwerbstätigen zahlen? Das ist offen und da, glaube ich, würde man doch Schwierigkeiten bekommen, eine vernünftige Umsetzung hinzukriegen. Also Erwerbstätigenversicherung heißt, alle diejenigen, die arbeiten, was einzahlen, sollen auch später was bekommen. Man ist dran, das hören wir. Aber ein großes Streitthema, was jetzt gerade in der vorletzten Woche aufgeploppt ist, ist natürlich die Wiedereinführung des Nachholfaktors, was natürlich bestehende Rentnerinnen und Rentner schon in Sorge treibt. Herr Bartsch, was ist Ihre Einordnung dazu?
Es ist ja nicht zufällig, dass das komischerweise direkt nach der Bundestagswahl gestrichen wird. Davor haben Sozialdemokraten und Grüne, da war die FDP im Übrigen dagegen damals, dass das überhaupt eingeführt wird, haben die gesagt, also das brauchen wir dringend, weil wir ja keine Rentenkürzungen verantworten können. Und nach der Bundestagswahl wird gesagt, naja, letztlich aus Kostengründen streichen wir wieder. Ich finde, das ist problematisch. Man muss sicherlich eine Grundsatzdebatte führen, wie wir das insgesamt gestalten wollen, das System. Aber es so zu machen, dass wir sagen, okay, die Wahl ist gewesen, jetzt können wir das streichen, weil wir ja wissen, im nächsten Jahr Rentensteigerung 5,2% und dann wird sie halt 4,4, ist nicht so schlimm. Das, finde ich, ist nicht ein Beitrag zur Steigerung von Glaubwürdigkeit. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, gleich Position zu beziehen, Herr Große. Ja, vielen Dank. Man muss ja einmal darauf schauen, was ist hier eigentlich die materielle Basis. Wir zahlen ja heute 100 Milliarden Euro jährlich in die Rentenkasse ein, aus Steuermitteln. Das heißt, zusätzlich zu dem, was die Menschen erwirtschaften und Ansprüche erwerben, zahlt der Staat schon dazu. Jetzt haben wir ja in den letzten 1,5 Jahren eine Pandemie gehabt, die wir so noch nie erlebt haben und die natürlich auch auf die Reallöhne der Menschen einen gravierenden Effekt hat. Das heißt, während wir im Rentenbereich ja über weniger Steigerung reden, reden wir ja bei denen, die es aktuell tragen, darum, dass sie einen starken Einbruch haben in den Löhnen. Kein Wunder, Kurzarbeitergeld und so weiter. Einige Menschen sind entlassen worden. Und ich finde es immer auch eine Form von Fairness zu sagen, naja, wir schauen mal genau hin, wenn diejenigen, die es bezahlen, jetzt so weit runtergehen, dass man dann gucken muss, wie ist denn der innere Zusammenhang? Denn das ist ja auch eine Form von Gerechtigkeit, zu schauen, wir müssen das Ganze miteinander in Einklang bringen. Und dann bin ich, wenn ich einen Satz dazu noch sagen darf, dann bin ich auch wieder bei dem Thema, hole ich jetzt in einer riesigen Rentenreform alle möglichen unterschiedlichen Systeme zusammen, dann bin ich damit die nächsten 20 Jahre beschäftigt und baue nur noch in Strukturen rum. Übrigens, wenn wir Versorgungswerke reinholen, da sind Top-Leistungsempfänger, die sind gesund, die empfangen Ewigleistungen, also da stellt sich die Rentenversicherung nicht mal besser. Deswegen nochmal das Thema, wir müssen es schaffen, nicht die Systeme alle miteinander zu verbinden, die sind historisch gewachsen, sondern wir müssen es schaffen, dass Menschen da sind, die in diese Systeme weiter einzahlen, denn wir haben Hunderttausende, die jedes Jahr mehr den Arbeitsmarkt verlassen. Und wenn wir das nicht auffüllen, dann ist alles, was wir beide hier miteinander diskutieren, Kaffeesatz, möchte mal ganz klar sagen. Aber finden Sie nicht auch, dass das ein Problem ist? Wenn man bis zum Wahltag das stehen lässt, und ich sage nochmal, die Große Koalition hat das beschlossen, da kann man ja unterschiedlicher Meinung zu sein. Und wie gesagt, Sie waren ja dagegen. Und jetzt wird im Prinzip das durchgeführt. Aber bis zum Wahltag zu sagen, bleibt erhalten und jetzt zu sagen, ach nee, doch nicht, das finde ich ist ein Problem. Dann muss man vorher dazu stehen und sagen, dieser Nachholfaktor in dieser Art und Weise, das können wir nicht machen mit der Begründung, die Sie sagen, die teile ich zwar nicht. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist Vortische zu sagen, wir machen es so und hinterher anders. Und was die Systeme, darf ich auch noch eine Bemerkung machen. Da stimme ich Ihnen zu, nicht alle Systeme zusammenführen, aber den Übergang dahin zu schaffen, dass wirklich wir zu einer erwerbstätigen Versicherung kommen, dass eben Beamte neu einzahlen, das ist ein riesendickes Brett, ein riesendickes Brett. Und wir sollten vorbildlich sein, ich sage das nochmal, dass wir Bundestagsabgeordneten damit beginnen, wir zahlen alle ein und kriegen dann auch aus der gesetzlichen Rente. Ich sage im Übrigen, dann wird sowas wie Nachholfaktor nie gestrichen, dann funktioniert das. OVD-TV wird vorbildlich, das merke ich schon. Herr Michaelis, nur um mal alle nochmal ins Boot zu holen, das ist ja relativ kompliziert, denn in Deutschland sind ja Rentenkürzungen verboten. Es ist so ein bisschen die Wiedereinführung des Nachholfaktors, ja eine Rentenkürzung durch die Hintertür mit zwei Sätzen. Um was geht es bei diesem Nachholfaktor? Bitte kurz. Ja, ganz kurz. Der Nachholfaktor ist ein Kürzungsfaktor in der Rentenanpassungsformel. Ziel und Aufgabe des Nachholfaktors ist es, eine Nachholung von Rentenkürzungen zu realisieren, auf die sich infolge einer Schutzklausel nicht zulasten der Rentnerinnen und Rentner ausgewirkt haben. Ich mache ein kurzes Beispiel. Wir hatten im Jahr 2020 eine negative Lohnentwicklung. Bei der Rentenanpassung 21 schützte denn eine Schutzklausel sehr gut davor, dass die Rente gekürzt wurde. Es gab aber eine Nullrunde, was schon genug ist. Schließlich dann in der Anpassung 22 soll nun die Rentenkürzung, die in 21 ausgeblieben ist, nachgeholt werden. Das sind konkret 0,8 Anpassungspunkte etwa und die genauen Werte werden natürlich erst im März vorliegen. Aber das Problematische
daran ist, dass die Anwendung des Nachholfaktors im Jahr 2018 für alle Rentenanpassungen bis einschließlich 2025 ausgeschlossen worden ist, um Eingriffe in das Rentenniveau zu vermeiden. Und just gibt es da Veränderungen, kommt eine Reaktivierung des Nachholfaktors in die Debatte und wohl dann auch in den Deutschen Bundestag. Und ich fürchte, es wird dem zugestimmt. Ich denke, dass ein Nachholfaktor an der Lebenswirklichkeit der Rentnerinnen und Rentner vorbeigeht. Ja, danke schön, Herr Michaelis. Der Nachholfaktor ist ausreichend diskutiert. Es gibt ja mehrere Stellschräubchen im Bereich Rentenpolitik. Und das ist natürlich auch die Anhebung des Renteneintrittsalters. Das soll ja bis 2029 das Alter von 67 Jahren erreicht werden. Es soll auf gar keinen Fall weitergehen. Aber auch da droht ja so ein bisschen Ungemach, wenn man mal genau liest. Herr Bartsch, Sie werden mir vielleicht zustimmen, Herr Kruse werden sagen, ist nicht so. Man will sich es nochmal genau ansehen und auch im Einzelfall mit den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern darüber sprechen, ob man länger im Job verbleiben kann. Ist das, droht da so ein bisschen auch eine Anhebung des Renteneintrittsalters durch die Hintertür, Herr Kruse? Nein, das ist ja klar zwischen den Koalitionspartnern vereinbart, das tut es nicht. Aber ich finde, wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, dass wir das Thema mal anders diskutieren. Denn viele Menschen, die an die Grenze kommen, das kenne ich aus dem persönlichen Umfeld, die merken irgendwann, eigentlich möchte ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich weiß, dass es auch andere Beispiele gibt, für die wird gleich Herr Bartsch vortragen. Aber diejenigen, die sagen, ich möchte gerne länger, ich möchte nicht zum alten Eisen zählen, ich will noch was beitragen, warum kann ich denn das heute nicht leisten? Den müssen wir es ermöglichen, aus mehreren Gründen. Erstens, wir haben immer mehr Rentnerinnen und Rentner und immer weniger Menschen, die einzahlen. Ich hatte eben was zum Thema Zuwanderung gesagt, wie wir das auf eine breitere Basis stellen. Aber es ist doch das Einfachste in Zeiten von Fachkräftemangel. Und den haben wir mittlerweile in allen Branchen, in allen Bereichen, zu sagen, wir sprechen mit all denjenigen, die hier jetzt was beitragen können. Wir haben in der Corona-Politik verbeamtete Menschen zurückgeholt, damit sie mithelfen, die Krise zu bewältigen. Und wir müssen uns doch fragen, Menschen, die etwas beitragen können und wollen, die müssen doch einfach die Möglichkeit haben, da auch länger beizutragen und da eine Flexibilität reinzubringen. Das ist mir und auch meiner Generation ein wichtiges Anliegen. Also im Gegensatz zu Ihrer These teile ich ausdrücklich, dass wir die Möglichkeiten auch über ein Renteneintrittsalter hinaus in Beschäftigung zu sein, ausdrücklich, die werden jetzt schon ordentlich gefördert, das sollte man weiter tun, überhaupt keine Frage. Aber das Renteneintrittsalter, was ja eine Verpflichtung ist, da über eine Erhöhung nachzudenken, das finde ich geht nicht. Das ist vor allen Dingen häufig eine Diskussion von Politikern, von Leuten, wo das relativ einfach ist, auch noch mit 70 schlau rumzureden. Ich finde, das geht genau nicht. Die Anhebung des Renteneintrittsalters haben wir kritisiert. Ich bin dafür zu fördern, dass auch Menschen, die wegen meiner 80 sind, arbeiten wollen und können, dass sie das tun. Und Sie haben völlig recht, in der Pandemie haben wir gesehen, dass es geht. Diese Förderung, ja. Aber die Debatte, die ja auch wiederum vor dem Wahltag in dem Fall war, wurde dann eingefangen von der Union, dass wir das anheben müssen, die finde ich völlig falsch, sondern gegenteilig. Auch da ein Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Es gibt viele andere Länder, wo das Renteneintrittsalter niedriger ist, im Übrigen auch in Österreich, da ist es 65. Und darüber ernsthaft nachzudenken, finde ich völlig falsch, weil es gibt die Berufsgruppen, sehen wir nur die Helden, die Pflegerinnen und Pfleger an, die Helden der Krise, die können nicht, man kriegt keine Menschen mit 65 noch getragen. Wir haben aber heute auch die Situation, das muss man dazu sagen, bitte nur. Immer mehr Menschen arbeiten mit ihrem Kopf und das geht zum Glück wesentlich länger. Die Menschen werden immer älter. Wenn ich heute geboren werde, werde ich im Schnitt 100 Jahre alt, im Durchschnitt. Und da kann man natürlich schon auch darüber sprechen, wie kann ich länger auch Teilhabe ermöglichen, denn Arbeit ist auch immer Teilhabe. Es ist ein Unterschied, ob ich das verpflichtend mache oder ob ich sage, frühes Renteneintrittsalter, hohe Flexibilität und dann bitte gern, wegen meiner auch, Zustimmung. Bis 100. Das, wer möchte und kann. Zustimmung. Deswegen haben wir 65 fixiert. Es ist die spannende Diskussion um die Zukunft unserer Rente, ob sie noch sicher ist oder eben nicht. Und die haben wir geführt bei SOVD-TV gemeinsam mit Dietmar Bartsch. Lieben Dank an dieser Stelle, Fraktionsvorsitzender der Linken. Danke sehr auch für Sie als Bundestagsneuling, aber alter Hase der FDP, Michael Kruse. Und liebe Grüße auch an Klaus Michaelis, unser Rentenexperte des SOVD in der Bundesgeschäftsstelle zugeschaltet. Lieben Dank. Diese Sendung können Sie sich gerne auf unseren digitalen Kanälen nochmal ansehen, also auf YouTube oder auf unserer Homepage. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns mal besuchen, den Sozialverband Deutschland. Wir kümmern uns um unsere Mitglieder. Seien Sie dabei. Wir danken fürs Zuschauen, freuen uns auf die nächste Ausgabe und ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie sozial.